Das Land ist arm. So arm wie kaum ein anderes EU-Mitglied. Rumänien. Sehr langsam geht es voran. Die Architektur ist noch aus Zeiten der Diktatur. In einem Bereich geht es aber sehr schnell. Rumänien hat die besten Internetverbindungen. Und damit wird schnelles Geld verdient. Für teure Autos, durch ein paar Klicks. Hacker erzählen, was sie verdienen. Ich habe 200.000 Euro gemacht. Und mehr. Cash. Überall im Land Geldüberweisungsdienste. Damit schieben Betrüger Geld hin und her. Ihre Opfer wissen bis heute nicht, wie ihnen geschehen ist. Ich sollte das Geld über die Western Union Bank nach London überweisen. Und habe eben auch festgestellt, dass der Verkäufer offensichtlich laut Auskunft dort in Kanada sitzt. Diesen Treuhänder, den gibt es gar nicht. Denn das Geld fließt direkt an den Anbieter. Und der Anbieter lebt hier, in Rumänien. Wenn du cool bist, investierst du deine Kohle. Wenn nicht, gibst du sie jede Nacht aus und wachst am nächsten Morgen auf, um neues Geld zu besorgen. Nein, die Opfer tun mir nicht leid. Die haben doch genug Geld, oder? Im Grunde ist es ja nur Sauerei, wenn ich das mal so sagen darf. Die Story beginnt etwa 1,5 Autostunden von Düsseldorf entfernt. Wir sind zu Gast bei Peter Hauswein und seiner Familie. Er ist Fernfahrer, seine Frau kümmert sich um Haushalt und die Kinder. Hinter dem Haus waren große Veränderungen geplant. Wo wir uns befinden, erklärt uns Peter Hauswein, dessen Namen wir geändert haben. Hinter dem Gartenteil, hier wollten wir gerne den Pool hinstellen, aber da ist ja leider nichts draus geworden. Einen Pool hatten die beiden Jungs sich seit Jahren gewünscht. Peter Hauswein bezahlt den Pool, aber er wird niemals geliefert. Wir haben einen großen Garten. Das Wetter war im Sommer wunderschön. In Urlaub sind wir das Jahr nicht gefahren und haben gesagt, komm, dann nehmen wir ein bisschen Geld und stellen uns einen Pool in den Garten. Ja, so kam der Gedanke. Die Kinder waren Feuer und Flamme. Und dann haben wir beschlossen, bei eBay mal zu schauen, ob wir da nicht ein Schnäppchen machen können. So ein Pool ist das, auf den ich da versucht habe mitzusteigern. Ich bin bis 450 Euro mitgegangen. Und dann habe ich gesagt, für mich ist da die Grenze. Das ist ungefähr der Hälfte vom Neupreis eines Pools. Und die Auktion lief aus und ich habe natürlich nicht den Zuschlag bekommen, weil bei mir die Grenze erreicht war, vorher schon. Kurz darauf habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass ich für mein letzthöchstes Gebot den Pool noch käuflich erwerben kann. Ein paar Dörfer weiter in Salzkotten wohnt Klaus Elbmann. Auch seinen Namen haben wir geändert. Der pensionierte Fluglotse sucht zur selben Zeit einen neuen Fernseher. Nicht im Geschäft, sondern wie Peter Hauswein im Internet. Das Angebot ist groß. Klaus Elbmann schlägt auf einer Seite wie dieser zu und kauft einen Flachbildschirm. Ich habe also hier in dem Forum der Fernseher gesucht. Habe da auch einen Flachbildfernseher gesehen, der, wie gesagt, hier auch so zu einem relativ günstigen Preis. Und die Seite war eigentlich so aufgebaut wie jetzt diese eBay-Seite. Und man konnte also wirklich nicht erkennen, dass irgendwie das eine Fake-Seite sein könnte. War also ganz normal. Und auch der Anbieter hatte schon einige positive Bewertungen. Klaus Elbmann bezahlt 236 Euro. Sein Fernseher aber kommt, genauso wie der Pool, niemals an. Der Rentner erstattet Anzeige. Ich kriegte plötzlich Besuch von der Kripo Paderborn, die dann gesagt haben, dass meine Adresse und meine E-Mail-Adresse bei jemandem vorgefunden worden ist, der des Betruges bezichtigt wird. In der Nähe von Frankfurt wohnt Heide Augstein. Auch ihr Name ist geändert. Sie besitzt ein Haus mit einem großen Grundstück am Hang. Alle paar Wochen muss sie das abschüssige Gelände mähen, mit dem neuen Traktor, der sie 6.000 Euro gekostet hat. Eigentlich wollte Heide Augstein einen gebrauchten Traktor. So einen hatte sie auch im Internet gefunden und bezahlt. Aber auch der kam niemals bei ihr an.
Auf einer ähnlichen Internetseite hatte sie den gebrauchten Rasenmäher zum Tiefstpreis gefunden. 700 Euro hätte der gekostet. Und das war aus meiner Sicht schon ein Schnäppchenpreis, weil die eben deutlich teurer liegen, etwa teilweise sogar im fünfstelligen Bereich. Obwohl der jetzt 6 Jahre alt war, war das schon ein sehr günstiges Angebot für mich. Die Seite war genauso aufgebaut wie andere Seiten auch. Der Verkäufer hatte zahlreiche Verkäufe schon getätigt, hatte positive Bewertungen. Danach guckt man ja schon. Heide Augstein tappt in die gleiche Falle wie Klaus Elbmann und Peter Hauswein. Sie hat das Geld überwiesen und wartet bis heute auf ihren Einkauf. Dann habe ich angefangen mit dem Verkäufer, eben per E-Mail Kontakt aufzunehmen, um mir noch ein paar mehr Informationen über das Gerät zu besorgen, und habe eben auch festgestellt, dass der Verkäufer offensichtlich laut Auskunft dort in Kanada sitzt. Natürlich die Wochen danach, eigentlich habe ich ihn dann bombardiert, weil ich merkte, jetzt wird's brenzlig, habe ich natürlich verstärkt versucht, ihn zu kontaktieren. Da kamen noch 2-mal Sachen zurück. Ja, es kommt und es ist auf der Reise, und dann kam dann gar nichts mehr. Gutgläubige Kunden wie Heide Augstein, Klaus Elbmann und Peter Hauswein bezahlen für ihr Vertrauen. Vertrauen, das jemand betrügerisch ausgenutzt hat. Die E-Mail ist über eBay gelaufen von dem Verkäufer, auch vermeintlichen Verkäufer. Und das schien mir ehrlich zu sein, weil es ja über eBay läuft und nicht irgendwie so eine E-Mail kam. Und was macht ihr so sicher hier dieses hier, dass ja, da eBay steht, ne? Ganz genau. Das war im Grunde für mich ausschlaggebend, dass ich dem Glauben geschenkt habe. Alle drei Opfer sind überzeugt, dass eBay, das Internet-Auktionshaus, den Verkauf überwacht, Sicherheit garantiert und bei Problemen auch haftet. Aber die angebliche Treuhandseite ist gefälscht. Nicht mal der Absender stammt tatsächlich vom Auktionshaus. Findet nach erfolgter Bezahlung keine Warenauslieferung seitens des Verkäufers statt, garantiert die eBay-Gesellschaft für eine entsprechende Rückvergütung des Kaufpreises. So, jetzt kam mir das Ganze komisch vor, habe direkt die E-Mail, die ich ja von eBay bekommen habe, zurück an eBay geschickt, an das Sicherheitscenter. Und die haben mir auch kurz darauf geantwortet, dass ich leider einem Betrüger zum Opfer gefallen bin. Diese Art Betrug kennt man beim BKA, dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden, seit Jahren. Bis heute fallen täglich Menschen auf solche Tricks herein. Hauptkommissar Mirko Manske ist mit seinen Kollegen zuständig für den Kampf gegen Internetkriminalität. Er zeigt, wie der Betrug abläuft. Treuhandbetrug, sagen Polizisten. Grundsätzlich läuft dieser Treuhandbetrug immer nach dem gleichen Muster. In der Mitte habe ich den Treuhänder, das ist meistens eine Firma, die mag vielleicht, so nehmen wir das mal für den deutschen Markt bezogen, die mag vielleicht sogar auch in Deutschland sitzen, auf jeden Fall hat die mal eine Internetseite. Dann habe ich unser Opfer, das ist jetzt derjenige, der auf der Suche nach einem Auto ist. Schnäppchen. Genau, nach einem Schnäppchen. Und auf der anderen Seite habe ich den Bösen, der ihm genau dieses Schnäppchen im Internet anbietet. So, jetzt kommt es zu Verhandlungen zwischen den beiden. Und er erklärt ihm, das Ding da steht momentan nicht in Deutschland, sondern noch in England oder in Frankreich. Auf jeden Fall irgendwo, wo du nicht so ohne weiteres hinkommst. Bei Heide Augstein behauptete der Betrüger, er lebe in Kanada. Bei Klaus Elbmann und Peter Hauswein soll es London gewesen sein. Ich sollte das Geld über die Western Union Bank nach London überweisen. Und darauf würde ich sofort den Pool zugesandt bekommen. Per Post oder wie? Ja, per Post. Und haben Sie das auch noch da, die Western Union Überweisung? Ja. Das ist die Original Western Union Durchschrift. Und an wen haben Sie es adressiert? Das geht an einen Herrn Rosemann, Bernd Rosemann in London. Und der ist dann irgendwie hingegangen und hat Ihre 450 Euro abgeholt? Ja, ich musste ihm die Transaktionsnummer per E-Mail durchgeben. Das habe ich natürlich ja gemacht, weil ich das Ganze ja auch geglaubt habe. Ja. Wenn der Treuhänder deine Zahlung bekommen hat und du damit auch wirklich deinen Kaufwillen bewiesen hast, also Geld geht nach da, dann gebe ich der Spedition
mein Okay. Und dieser Treuhänder veranlasst dann, dass das Auto zu dir geschickt wird. Und erst, wenn das Fahrzeug bei dir angekommen ist und du bist zufrieden, dann bekomme ich von dir mein Geld. Das ist der Plan. Also das ist auch das, was dem Kunden erzählt wird. De facto läuft eigentlich auch alles so, wie auf dem Bild dargestellt. Einzig, das da passiert leider nie. Das Auto wird niemals kommen. Und diesen Treuhänder, den gibt es gar nicht. Denn das Geld fließt direkt an den Anbieter. Der ist vorgegaukelt, das Auto ist vorgegaukelt. Das heißt, ganz zum Schluss bleibt eigentlich nur noch eins. Das Auto hat es ja auch nie gegeben, den Treuhänder hat es nicht gegeben. Zum Schluss haben wir einen Geschädigten, der ein günstiges Auto kaufen wollte und dafür 5.000 Euro oder 5.000 US-Dollar an jemanden gezahlt hat, den er gar nicht kennt. Vorkasse, das ist der Trick beim Treuhandbetrug. Seit Jahren ein lukratives Geschäft. Oft sitzen die Betrüger im Ausland, sagen die Fachleute vom BKA. Und bisher verliefen die Spuren vor allem in Osteuropa meistens im Sand. Dann kriegte ich nach wiederum einer gewissen Zeit, kriegte ich dann Post aus Rumänien per Einschreiben, dass ich ja im Grunde, bin ich vorgeladen worden, in Rumänien an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Auch Heide Augstein und Klaus Elbmann bekommen ein solches Schreiben. Offensichtlich sind sie auf dieselbe Bande in Rumänien hereingefallen. Sie sollen als Zeuge aussagen. Ich habe noch nie Post aus Rumänien gekriegt. Insofern, als ich das dann aufgemacht habe, war ich sehr überrascht, dass offensichtlich die Recherche der Polizei in Europa zu irgendeinem Erfolg geführt haben muss. Haben Sie denn nicht ein Interesse, mal vielleicht den oder diejenigen zu sehen, die Sie da so reingelegt haben beim Kauf des Fernsehers? Hätte ich gerne, aber wie gesagt, dazu müsste ich nach Rumänien hin. Und das ist einfach, das wiegt es nicht auf. Die deutschen Zeugen sollen zur Gerichtsverhandlung nach Rimniku-Vulča kommen. Dort hat man eine Bande von 80 Internetbetrügern gefasst, die wahrscheinlich auch die drei Deutschen abgezockt haben. Wir geben den Namen der Stadt Rimniku-Vulča bei Google ein und finden etliche Zeitungsartikel. Sie alle nennen die Stadt nur Hackerville oder Welthauptstadt des Internetbetruges. Wir fahren nach Rimniku-Vulča, gut 2 Autostunden von der Hauptstadt Bukarest entfernt. In Rumänien kennt man die Stadt schon ewig, wegen ihres guten Klimas, dem eine heilende Wirkung nachgesagt wird. 100.000 Menschen leben hier. Die drei Deutschen sollten ihre Aussage in diesem Gericht machen. Als wir das Gebäude mit der Kamera betreten, verbergen junge Männer ihre Gesichter. Später hören wir, einige werden hier wie Helden verehrt, denn sie sind als Hacker bis ins Herz internationaler Konzerne und verschiedenster Geheimdienste vorgedrungen. Fast alle hier warten auf ihren Prozess. Viele der Angeklagten sind wegen des eBay-Betruges hier. Das zeigen die Aushänge vor den Verhandlungssälen. Am Hinterausgang geht es für die ersten Abgeurteilten gleich ins Gefängnis. Vor den Toren der Stadt, wo die Luft rein, sauber und heilend sein soll, lebt ein deutscher Rentner. Wir nehmen Kontakt zu ihm auf, weil er sich in einem Internetblog zu den rumänischen Hackern geäußert hat. Er lädt uns zu sich ein, denn er weiß viel über die Hackerszene in Rimniku-Vulča. 5 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums wohnt er hinter dieser dicken Mauer. Achim Schipprit aus Essen war mal Polizist. Seit 1993 ist er im Ruhestand. Hallo, herzlich willkommen in Budesti, in einer Gemeinde kurz vor Rimniku-Vulča. Im Landkreis Vulča. Schönes Wetter heute. Dürfen wir bei Ihnen mal ein bisschen über die Mauer gucken, wie man so sagt? Ja, kommen Sie rein. Ja, dann machen wir das. Achim Schipprit war lange schwer krank. 2 Schlaganfälle, Diabetes und sein Kiefer, der nach einem Sturz nicht heilen wollte, machten ihn zum Frührentner. Seine Frau ist Rumänin und stammt aus Rimniku-Vulča. Vor 10 Jahren entschlossen sich die beiden hierher zu ziehen. Der Ex-Polizist betreibt Ackerbau und Viehzucht und kennt die Menschen hier sehr gut. Sie wissen gar nicht, was wir hier alles mitgemacht haben. Ich bin also wegen Zauberei verklagt worden, nur weil ich meinem Schwager erklärt habe, wie die Schaltzeichen für elektronische Teilchen sind. Und weil ich dann abends hier eine Kerze angemacht habe gegen die Mücken.
bin ich vor Gericht gelandet. Es gibt hier in Rumänien eine Mentalität. Und zwar, der hat, da darf man nehmen. Ja, als wir die Mauer noch nicht hatten, sind die Leute uns einfach hier beim Zaun gestiegen und haben hier sich bedient. Das ist also ganz normal hier. Und als wir uns aufgeregt haben, waren die also sehr entrüstet und haben uns einfach gesagt, sie haben es doch. Warum regen sie sich denn auf? Ne? Und seit die Mauer da ist, ist wieder besser, ne? Ja, und haben unsere Ruhe. Vor der Haustür von Achim Schipprit sieht es noch genauso aus wie vor 100 Jahren. Er selbst baut Stück für Stück an seinem Komfort. Wie Sie sehen, wir duschen auch draußen. Haben wir auch gemacht. Nur hier müssen wir noch einen Betonboden legen, aber das können wir erst, wenn wir hier mit der Heizung fertig sind. Achim Schipprit ist Bauer, Elektroniker und Fernsehtechniker in einem. Ich will auch noch mit meiner Heimat verbunden sein. Ja, ich spreche auch noch im Telefon mit Kollegen aus Deutschland. Das ist also sehr eng. Gesundheitlich ging es ihm in Rumänien schnell wieder besser. Die eigenen Produkte, das bessere Klima, alles das hat ihm gut getan, sagt er. Er lebt gern hier, auch wenn sein anderes Leben voller Widersprüche ist. Einerseits haben sie hier Plumpsklo noch im Garten, andererseits haben sie hier Kabelfernsehen liegen. Ne? Und das schon seit über 10 Jahren. Ne? Das kann man sich so normalerweise gar nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Internetanschluss spreche, der ist hier besser als in Deutschland. Sie werden es nicht glauben, Rumänien ist in Europa auf Platz 1 mit der Qualität des Internetanschlusses. Und weil das Internet hier so schnell ist, nutzt Achim Schipprit es täglich. Er spricht dann mit seiner Familie und den Freunden in Deutschland. Und er kennt die Videos aus dem Netz, die auch in Deutschland gezeigt werden. Ein Einsatz gegen die Hackerszene in Rumänien. Zunächst zeigt die Polizei die Bilder im Fernsehen, dann laufen sie im Internet und auf YouTube. Die rumänische Polizei macht damit Werbung für ihre durchgreifenden Ermittlungen gegen die Hacker im Land. Das ist gut für ihr Image. Dieser junge Mann sitzt seit einer Razzia in Untersuchungshaft. Jetzt steht er in Rimnikovulca vor Gericht. Die Liste der Betrugsvorwürfe gegen ihn ist lang. Auch die drei Deutschen, deren Namen wir geändert haben, soll er betrogen haben. Die Namensänderung wurde nötig, weil der junge Mann als Internetbetrüger gegen seine eigenen Komplizen aussagt. Er hat sich entschlossen, als Kronzeuge auszusagen. Auch mit uns will er sprechen, weil er sich Strafmilderung erhofft. Natürlich hat er Angst, erkannt zu werden. Deshalb haben wir sein Äußeres verändert und die Namen der Opfer verändert. Wir zeigen ihm die Vorladung der drei betrogenen Deutschen. Kennt er die Namen der Angeklagten auf der Vorladung? Da ist der Primo Polista. Ja. Die Namen kenne ich. Da ist auch mein Name drauf. Wir sind drei Brüder gewesen. Wir sind ohne Vater aufgewachsen. Unsere Mutter hatte keine Arbeit. Ich habe das Gymnasium abgeschlossen, 2007 war ich verheiratet und wir hatten ein Kind. Meine Frau hatte keine Arbeit. Vom Internetbetrug habe ich 2007 gehört und ich habe dann versucht, das zu machen, was alle anderen Jungs auch gemacht haben. Ich hatte aber weder Computer noch Englischkenntnisse. Also habe ich es zusammen mit einem Freund versucht, der sich besser auskannte. In dieser Straße war früher ein Internetcafé neben dem anderen. Treffpunkt für Milan P. und seine Komplizen. Jetzt ist hier alles dicht. Achim Schipprit erinnert sich, wie es war und wie es sich verändert hat. Er zeigt uns einige Cafés von früher. Hier übrigens war mal, wo die Dame da steht, da war mal ein Internetcafé. Den Inhaber, den kannte ich sogar persönlich. Der hat mal einen Bekannten von mir, der hier einen Computershop hat, hat er mal um 15.000 Euro erleichtert. Wir fragen uns, was ist heute? Ist das immer noch die Stadt der Internetbetrüger? Die Internetcafés, in denen die Hacker arbeiteten, sind geschlossen. Und das Geschäft? Mein Freund konnte Englisch.
Er stellte Auktionen bei eBay ein. Wir boten unterschiedlichste Produkte an, zum Beispiel Telefone, aber alles unter Normalpreis. Wenn zum Beispiel ein Telefon 300 Euro kostete, verkauften wir es für 150. Die Produkte waren fiktiv. Wir hatten sie gar nicht. Nicht nur für fiktive Handys müssen sich Milan P. und andere Bandenmitglieder vor Gericht verantworten. Sie sollen auch Heide Augstein um die 700 Euro für den Rasenmäher gebracht haben. Er und seine Komplizen haben sich laut Anklage genauso die 236 Euro für den Flachbildschirm von Klaus Elbmann eingesteckt. Und auch die 450 Euro für den Pool von Peter Hauswein landen auf dem Konto von Milan P. und den anderen. Dazu kommen tausende weitere Geschädigte, zumeist aus den USA. Etwa eine Autostunde von Rimniku Vulcha entfernt treffen wir Richter Florin Encescu. Er ist Experte für Internetkriminalität und vertritt Rumänien sogar bei der Europäischen Union. Wir fragen den Richter, wie stark er die Hacker von Rimniku Vulcha heute einschätzt. Rimniku Vulcha ist zum Mythos geworden. Computerkriminalität hat in Rumänien in Rimniku Vulcha angefangen. Es ist die Kriminalität der weißen Kragen. Sie ist gesellschaftlich nicht schlecht angesehen, denn diese Kriminalität tut nur einigen auf dem Konto weh. Rimniku Vulcha von oben, die Heimat des Hackers Milan P. Dieses Viertel war sein Zuhause und das seiner Komplizen. Einige wohnen immer noch hier. Darauf deuten die teuren Autos hin, die vor den Plattenbauten aus kommunistischer Zeit parken. Denn die Hacker verdienen gut. Manchen Monat haben wir wenig verdient. Dann hatten wir 3.000 Euro und mehr. Wir arbeiteten jeden Tag. Die haben überall gesessen. Sie hatten hier an jeder Ecke hatten sie ein Internetcafé mit einer Bar angeschlossen, also so einer Kneipe. Und da haben die mit ihren Autos vorgestanden und da hat keiner einen Hehl rausgemacht. Also die haben da noch mit geprahlt? Ja, natürlich. Und das weiß hier auch jeder. Jeder hier auf der Straße sagt ihnen, der ist ein Hacker, der ist ein Hacker, der ist ein Hacker. Vor dem Gerichtsgebäude in Rimniku Vulcha beobachten wir Mittelklassewagen. Aber dazwischen auch sündhaft teure Autos. Erstaunlich viele sogar. Am Steuer meist junge Männer. Ihre Luxusautos verleihen der ganzen Stadt einen Hauch von Wohlstand und Reichtum. Und woran erkennt man einen Hacker? Tätowiert von Kopf bis Fuß, jung und viel Geld in der Tasche. Und ein dickes Auto natürlich, ne? Auf der einen Seite die jungen Reichen, auf der anderen die Bewohner, die sehr genau rechnen müssen. Doch das Geschäft mit den Autos ist einträglich. Sonst gäbe es hier nicht den größten Autohändler für solche Wagentypen in der Umgebung von Rimniku Vulcha. Der Geschäftsführer Catalin Stefanoiu ist ganz offen. Afacerea cu Audi am început în anul 2005. Wir verkaufen hier Audis seit 2002. Und das beste Jahr, nicht nur für uns, sondern für alle Automarken, war das Jahr 2008. Wir haben 180 Neuwagen in unserem Geschäft in Rimniku Vulcha verkauft. Die Krise hat uns natürlich auch getroffen. Aber wir haben Lösungen gefunden. Und diese haben wir sofort umgesetzt. Und so werden wir voraussichtlich in Rimniku Vulcha in diesem Jahr 120 neue Audis verkaufen. Eine Stadt von 100.000 Einwohnern und über 100 deutsche Premium-Autos verkauft. Das ist viel. Denn das Monatseinkommen der Menschen hier liegt im Schnitt bei etwa 250 bis 300 Euro. Natürlich sitzt nicht in jedem teuren Auto ein Hacker. Es gibt auch wohlhabende Geschäftsleute hier. Aber ich würde sagen, in jedem zweiten Auto sitzt ein Hacker. Deswegen wird unsere Stadt Hackerville genannt. Wir sind die Größten. Achim Schiprit betreibt heute ein kleines Ladenlokal in Rimniku Vulcha. Darin arbeitet seine Frau.
Kurz bevor der Laden fertig war, kam ein junger Mann und bot 700 Euro Monatsmiete. Achim Schepritt griff zu und vermietete erst mal wieder. Hier hatten die also ihr Büro. Wer ist jetzt? Wie erzählt das jetzt nochmal bitte? Ja, die Hacker, die sich hier eingenistet hatten. Wir sehen hier also noch die Überreste ihrer Verkabelung. Damals über den Kabelanschluss war der Internetanschluss realisiert. Da sieht man noch die Anschlüsse von der Telefonanlage. Also von hier aus wurde Betrug gemacht, zu Deutsch, ja? Ja. Zur Tarnung hatten die ja einen Tattoo-Laden. Das heißt, ganz hinten durch. Gehen wir mal hin, ja? Ja. Hier war der Empfang. Was machen Sie jetzt in dem Geschäft? Wir verkaufen hier Secondhand-Ware. Geht das? Ja, das geht sehr gut, denn die meisten Leute hier in Rimmelkow-Wiltscher, die gehören also nicht zu den Hackern, sondern bekommen ihren normalen Lohn. Und der liegt so ungefähr bei 300, 400 Euro. Wenn Sie dann die Wohnnebenkosten noch abrechnen, dann bleibt Ihnen wirklich nicht mehr viel zum Leben. Wer im Laden von Achim Schepritt nichts findet, der hat jeden Dienstag die Möglichkeit, auf dem Secondhand-Markt der Stadt einzukaufen. Zum Beispiel, was kostet diese Lederjacke? 10 Euro. Die Jacke ist aus echtem Leder. In Deutschland oder Holland kostet die 200 Euro. Die Leute hier haben nicht mehr Geld. Das ist das Maximum, was sie bezahlen können. Geld ist knapp in der Stadt. Auch bei den Gemüsehändlern. Es geht uns ziemlich schlecht. Es wird immer schlechter und schwieriger. Du kaufst 2 Scheiben Brot und 1 Scheibe Salami und tschüss. Morgen geht's von vorn los. Auf der Straße ist die Stimmung nicht besser. Ich bin Schlosser von Beruf und verdiene 250 Euro im Monat. Ich bin Psychologin in einem Kinderheim und mag die Arbeit sehr. Ich verdiene umgerechnet 180 Euro im Monat. Man lebt damit am Limit. So viele sind es, die am finanziellen Limit leben. Sie haben einfach kein Geld, das sie sparen oder gar anlegen können. Trotzdem gibt es viele Geldinstitute und sehr viele Überweisungsstuben wie Western Union und MoneyGram. Diese Überweisungsdienste sorgen für schnelles Bargeld. Vor allem die Hacker von Rimnikovulca nutzen sie, erläutert uns Richter Florin Incescu. Diejenigen, die das Geld von MoneyGram oder Western Union abholen, sind die sogenannten Esel, die Mittelsmänner, die die anderen Mitglieder der Bande gar nicht kennen. In diesen Kreisen wird Wert auf Anonymität gelegt, was auch funktioniert. Die Hacker, sagt Kronzeuge Milan P., hatten auch hinter dem Bankschalter ihre Leute. Die wollten keinen Ausweis sehen, sondern nur die Transaktionsnummer. Und dafür reichten sie Bares über den Tresen. Unsere Western Union-Verbindungsmänner nahmen 10-15%. Unser Gruppenchef in London auch 10-15%. In Rimnikovulca kam von 1.000 Euro dann nur noch 700 bei uns an. Es ist schwer zu sagen, wie viel Geld die Kriminellen damit eingenommen haben. Viele haben ihr Geld in Vergnügungslokalen ausgegeben. Mit dem restlichen Geld haben sie Güter, oft Immobilien oder Autos, erworben. Auch das sind Bilder aus Rimnikovulca, Bilder aus den Nobelstraßen. Wer hier welche Geschäfte macht oder was finanziert, es ist nicht zu klären. Genauso wenig, wem die vielen teuren Autos gehören. Aber genau diese Bilder machen diese Stadt im armen Rumänien so besonders.
Es wurden sehr viele Banken, Geschäfte und Restaurants eröffnet. Allen ging es gut. Wenn du Geld bekommst, lässt du dir ein Haus bauen. Derjenige, der das Haus baut, muss Baustoffe kaufen und so weiter. Alle hatten es gut. Egal, was sie machten, wie sie das Geld anlegten. Wir brachten Geld ins Land und gaben es aus. Wir kauften Häuser, Klamotten, Autos, was auch immer. Alles war okay. Okay. Mit den Hackern kommt Geld nach Rimniko-Vulča, aber auch eine Vielzahl von Problemen. Zufällig werden wir Zeuge, wie sich ein junger Mann seiner Festnahme widersetzt. Offenbar steht er unter Drogen. Für den Richter Florin Enchescu ist das Schlimmste überstanden. Er sieht die Hacker auf dem Rückzug. Laut Statistik waren wir vor einem bis zwei Jahren auf einem ehrenwürdigen Platz 5, was manche Arten von Computerkriminalität angeht. Weiter vorne waren natürlich die großen Länder wie die USA und Russland. Doch zum Glück haben wir jetzt eine besser funktionierende Justiz. Denn jetzt können wir nach einer Stagnation einen leichten Rückgang der Fallzahlen bei diesen Delikten feststellen. Viele von denen, die später festgenommen wurden, waren nicht die mit Computerkenntnissen, sondern die Mittelsmänner, die Esel. Jetzt geht man immer öfter und schneller gegen die Hacker vor. Rumänien als EU-Land steht unter Druck. Es kann sich die betrügerischen Hacker international nicht mehr leisten. Wohl auch deswegen haben sich die Internetbetrüger zurückgezogen, jedenfalls aus der Öffentlichkeit. Ich denke, die, die nicht gefasst wurden, machen alle weiter. Die Hacker haben zudem einen neuen Trick. Sie gehen über anonyme Prepaid-Handys ins Internet. Die lassen sich kaum noch orten und bereiten der Polizei große Schwierigkeiten, den Spuren der Hacker zu folgen. Wir sind in München, Heideckstraße 12. Über ImmoScout im Netz ist eine Eigentumswohnung zu vermieten. Das Angebot sieht verlockend aus. 57 Quadratmeter für 580 Euro warm. Ein Schnäppchen in München. Der junge Ingenieur Tim R. kann es kaum glauben und meldet sich auf das Angebot. Da ich das super günstige Angebot dann gesehen habe, habe ich mich natürlich gefreut. Endlich mal auch jemand, der geantwortet hat und der dann auch mir gleich die Zusage gegeben hat. Also wenn ich die Wohnung will, kann ich sie natürlich haben. Dann ging es eben weiter, dass ich dann zurückgeschrieben habe, ich bin nach wie vor daran interessiert. Er hat sich dann laut E-Mail auch mit seiner Frau beraten und hat sich dann auch dazu entschieden, dass ich eben diese Wohnung haben kann. Dann kam der Fall oder aus der E-Mail hervor, dass er einfach nicht in Deutschland sitzt. Die Mail kommt aus Rumänien. Tim R. soll das Geld für die Mietkaution überweisen, über Bukarest direkt nach Rimniko-Vulča. Ich würde eben eine Kaution hinterlegen und sobald der Schlüssel dann da ist und mir die Wohnung gefällt, wird dann die Kaution wie bei einem Treuhand einfach weitergegeben. Falls ich die Wohnung nicht möchte, schicke ich den Schlüssel einfach zurück und bekomme dann auch wieder das Geld. Auch so funktioniert sie, die Vorkassentreuhandmasche, diesmal mit einer Mietkaution. Die Internetseite ist offensichtlich eine Fälschung. Viele Rechtschreibfehler fallen auf. Hauptkommissar Mirko Manske vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden sieht auf Anhieb weitere Ungereimtheiten. Also das Geschäftsmodell, nehmen wir mal an, es wäre ein echtes Geschäftsmodell, mutet ja schon etwas seltsam an. Ich muss eine Vorauszahlung leisten, bekomme dann den Schlüssel per Paket übermittelt und kann mir dann die Wohnung angucken. Also das mutet schon etwas komisch an. Die Schlüssel für meine wunderschöne Wohnung in München kommen dann auch noch, zumindest ausweislich dieses Ausdrucks, aus Bukarest in Rumänien. Klingt also auf den ersten Blick nicht wirklich plausibel. Aber wir können ja vielleicht einfach mal gucken, was das Internet darüber ausspuckt. Dieser Treuhänder, die THT Lines GmbH Shipping, die haben uns ja eine E-Mail geschrieben und die Absenderadresse
Wunderbar, hier kann man sie schon sehen, trtline.gmbh.alala.com. Hier sehen wir eine Webseite und hier, die sieht auch vielleicht jetzt erstmal, naja, also auf den ersten Blick nach einer Spedition aus. Hier oben sehen Sie jetzt aber viel wichtiger, dass tht-line-gmbh nur eine Subdomain der Internetdomain alala.com ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, was alala.com eigentlich ist. Und da sieht man, dass es ein sogenannter Freehoster ist. Das heißt, dort kann man Internetseiten ins Internet stellen, ohne dafür zu bezahlen und logischerweise auch ohne sich zu identifizieren. Also ein Dienstleister würde niemals einen Freehoster nutzen, um die Internetseite dieser Spedition im Internet präsent zu haben. Tim R. nahm das Wohnungsangebot nicht an. Er, der erfahrene Internetnutzer, hat die vielen Ungereimtheiten durchschaut, wie die zweifelhafte Domain, die Rechtschreibfehler und die dubiose Adresse im rumänischen Rimnicu Vulcea. Dass Internetangebote aus dieser Region mit Vorsicht zu genießen sind, hat sich herumgesprochen. Je nach Geschäftsmodell, das von der Gegenseite, vom Kriminellen betrieben wird, lassen sich schon gewisse regionale Schwerpunkte feststellen. Bestimmte Arten, bestimmte Modi operandi werden einfach, zumindest nach unserer Einschätzung, häufiger aus Schwarzafrika heraus begangen. Manche andere Arten von Manipulationen sind eher in Osteuropa beheimatet. Es liegt wahrscheinlich auch einfach immer so ein bisschen daran, welche technischen und auch intellektuellen Infrastrukturen in bestimmten Bereichen vorliegen. In der Hauptstadt Bukarest wollen wir überprüfen, was Hauptkommissar Manske angedeutet hat. Stimmt es, dass bestimmte Formen des Betrugs von gewissen Ländern ausgehen? Osteuropa, besonders Rumänien, ist in Polizeikreisen berüchtigt für den Internetbetrug. Hat das damit zu tun, dass Rumänien erstaunlich früh auf Informatik gesetzt hat? Wir treffen an der Universität den Institutsleiter Dr. Radu Gramatovici. Er sieht seine Studenten im internationalen Vergleich weit vorn. Ich kann das zwar nicht mit einer Studie belegen, aber es stimmt, dass während des kommunistischen Regimes nicht nur in Rumänien, sondern in ganz Osteuropa Mathematik und Informatik sehr ernst genommen wurden. Es entstand eine Informatikschule, deren Früchte wir heute sehen, indem unsere Absolventen überall auf der Welt anerkannt und geschätzt werden. Rumänische Internetspezialisten. Werden sie gleich hier ausgebildet? Die rumänischen Hacker, die im Laufe der Zeit erwischt wurden, verfügten in der Regel nur über eine rudimentäre Universitätsausbildung. Eigentlich waren das Studienabbrecher. Die bekannten richtigen Hacker aber waren Autodidakten. Und auch wenn sie bei uns an der Uni eingeschrieben waren, so gehörten sie keinesfalls zu den besten Studenten. Ein persönlicher Kontakt öffnet die Türen zum Gefängnis in Bukarest-Jilava. Jeder in Rumänien kennt das Zuchthaus. Ein Gefangenentransport bringt gerade neue Verurteilte. Hier sitzen Mörder, Einbrecher, Kinderschänder und auch Internetbetrüger. Der Gefängnisdirektor zeigt uns einzelne Zellen, vermutlich auch, um zu demonstrieren, wie entschlossen Rumänien gegen Internetbetrüger vorgeht. Der Hacker, der in dieser Zelle sitzt, will mit uns reden. Aber nicht hier. Die Gefängnisleitung organisiert ein Treffen in ihren Büros. Wie viele Jahre haben Sie bekommen? Ich habe 7 Jahre bekommen. Und was haben Sie gemacht? Was Illegales. Illegal. Und was für illegale Sachen waren denn das? Wofür man ins Gefängnis kommt. Ich habe gefälschte Angebote bei eBay eingestellt. Gefälschte Auktionen. Mit geringerem Preis als üblich. Damit habe ich die Leute gelockt. Ich habe 200.000 Euro und mehr damit gemacht. In bar. Noch nicht eingerechnet meine Investitionen wie Grundstückskauf und Autos. Hatten die ein großes Auto? Ja, aber das wurde mir weggenommen. Was für ein Auto war das? Ein sehr teures Auto. Ein deutsches Auto. Ein Mercedes oder ein Audi? Ein Mercedes.
Ein Mercedes 500 vielleicht? Nein, CLS. Wenn du cool genug bist, investierst du das Beutegeld. Wenn nicht, gibst du es in den Nächten aus und wachst mit Kopfweh auf und musst gleich wieder Geld besorgen. Das macht jeder, wie er will. Ist es schwer für Sie, hier im Gefängnis zu sein? Was denken Sie? Klar ist das hart. Bei guter Führung kommt Alex in etwa einem Jahr frei. 5 Jahre sitzt er schon. Ob er dann weitermacht? Oh nein, sagt er. Eher zieht er sich als Privatier auf eines seiner Anwesen am Mittelmeer zurück und genießt das Leben. Auch Achim Schiprit hat den Eindruck, dass sich etwas ändert. Die Behörden greifen jetzt immer öfter durch, sagt er. Doch haben sie auch Erfolg mit ihrer gezielten Kampagne gegen Internetbetrüger? Allerdings hat die Polizei sie so weit zurückgedrängt, dass sie das nicht mehr öffentlich machen. Sie sind also nur noch in irgendwelchen Hinterstuben und geben das auch nicht mehr öffentlich preis. Ja? So wie es mal war, ist es nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass diese mafiösen Strukturen, dass die zurückgefahren wurden. So hören wir es überall. Die Hacker in Rumänien und ganz besonders in Rimnicu-Vulca sind immer noch aktiv. Wir fragen Milan P., ob es ihm leid tut, die Menschen betrogen zu haben. Nein, eigentlich tut mir das nicht leid. Denn die, die wir betrogen haben, konnten sich das leisten. Sie konnten das verkraften. Im Grunde ist es ja nur Sauerei, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich bin ja, denke ich mal, nicht ein Einzelfall. Wenn man es genau nimmt, hätte er sich ja noch mehr Geld angeeignet durch andere, die er betrogen hat. Ich wollte keinen großen Reichtum. Nur im Sommer auch mal mit meiner Familie zum Urlaub ans Meer fahren. Oder einfach mit meiner Frau und meinem Kind ins Restaurant gehen können. Menschen wie Milan, unser Kronzeuge. Er will leben wie die, die er betrogen hat, die mehr Geld haben als er und verstärkt damit die soziale Kluft im eigenen Land. Es gibt kaum Arbeit. In Rimnicu-Vulca fahren die Chemie- und Lebensmittelfabriken die Produktionen zurück und entlassen Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite kaufen die Neureichen Luxuskarossen, mit denen sie an den Häusern vorbeifahren, die seit der kommunistischen Diktatur nicht repariert wurden. Die Hacker aber haben ihr Geld zur Seite geschafft. Viele arbeiten jetzt nicht mehr so öffentlich wie vor den Ermittlungen. Einige sind ins Ausland gegangen. Dort machen sie weiter. Deswegen fließt immer noch viel Geld nach Rimnicu-Vulca. Geld aus neuen Hackergeschäften. Und deswegen heißt die Stadt auch immer noch Hackerville.